Ihre eigene Akte ist im November 1989 vernichtet worden. In anderen Akten haben Sie jedoch Informationen über sich gefunden. Was stand in diesen Akten denn drin? Ja, die hatten sich natürlich kundig gemacht, wie mein Leben abgelaufen ist, mit wem ich befreundet bin, was ich für Vorlieben habe, was ich für Charaktereigenschaften habe und so. Das machten sie ja immer, damit sie nötigenfalls dieses Material haben, um etwas gegen Menschen unternehmen zu können. Und da waren sie ziemlich brutal. Also ich persönlich bin relativ gut davongekommen. Ich bin zwar verhaftet worden, aber nie länger inhaftiert gewesen. Aber anderen haben sie richtig übel mitgespielt. Nicht nur, dass Menschen inhaftiert wurden, von den 70er Jahren an ungefähr, haben sie auch Methoden angewandt, die sie selber Zersetzung nannten oder operative Psychologie. Und das war der Versuch, Menschen seelisch, beruflich, sozial kaputt zu machen. Das reichte von falschen ärztlichen Diagnosen über Rufmordkampagnen, indem man anonyme Briefe in der Umgebung eines Menschen schreibt, zum Beispiel mit der Information, der arbeitet für die Stasi, dann wurde man von einem Tag auf den anderen als Freunde los. Oder sie drangen heimlich in eine Wohnung ein und veränderten dort Gegenstände. Ein Freund von mir, der fand die Vorladung zum Verhör nicht im Briefkasten, der lehnte immer schon an seiner Flurgarderobe, wenn er die Wohnungstür aufgeschlossen hatte. Oder also es war wirklich so sowas wie Psychoterror, kann man sagen. Ne? Und damit die das wirkungsvoll machen konnten, mussten sie ja wissen, mit wem haben wir es zu tun. Wo haben die Leute ihren schwachen Punkt? Wo können wir sie in den Griff nehmen? Und deswegen brauchte die Stasi diese Akten. Über Erich Mielke, der langjährige Chef der Staatssicherheit, hat mal gesagt, Genossen, wir müssen alles wissen. Das haben sie nicht geschafft, aber sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Und deswegen war das nicht einfach nur Papier und war nicht überflüssig. Die haben wir auch immer durchgesehen, trotz der Fülle, und konnten dieses Material gegebenenfalls gegen Menschen einsetzen. Waren Sie sich selber auch bewusst, dass Sie bespitzelt wurden, dass eben diese Akte angelegt wurde? Ich habe es mir gedacht, sagen wir mal so, also dass Sie sich für uns interessierten, war klar, wir sahen das auch manchmal. Ich habe das auch einmal, haben wir das entdeckt, da war ich im Wochenendhaus, da hatte ich schon kleine Kinder, im Wochenendhaus meiner Schwiegereltern, und mein Schwager buddelte da im Waldboden irgendwas und fand plötzlich einen Draht. Und dann hat er den Draht verfolgt, der ging zur einen Seite, landete, war dann das Ende zusammengerollt unter einem Stein, also im Hauptweg. Und das andere Ende führte in die Doppelwand des Bungalows hinein und da hing ein Mikro dran. Das heißt, die haben dann auch, das war damals sicherlich nicht mir, mein Schwiegervater hatte eine wichtige Stellung in der Industrie. Wahrscheinlich sollte der abgehört werden und nicht hier. Aber da war klar, die sind überall. Und wie manchmal, also Freunde von mir, fanden ja so ein Mikro in einer Lampe über dem Tisch oder sowas. Das war uns schon bewusst. Die Frage ist ja dann immer, was heißt denn das, wenn man das weiß? Gehen wir jetzt vorsichtig miteinander um, reden wir nicht mehr miteinander? Da haben wir uns lange drüber unterhalten und wir dachten, nee, wenn wir das machen, wenn wir jetzt als Freunde nicht mehr offen miteinander reden, dann hat die Stasi ja schon die Hälfte von dem erreicht, was sie erreichen wollte. Das Spiel spielen wir nicht mit. Und deswegen haben wir uns Mühe gegeben, so zu tun, als wäre da nichts. Das schafft man nicht ganz, aber wir dachten, die wissen das sowieso, dann können wir auch offen reden. Also wenn es um ganz gefährliche Dinge ging, haben wir die auf den Zettel geschrieben und über den Tisch geschoben und so. Aber wir haben versucht, so gut es ging, das irgendwie auszublenden, damit die unser Leben nicht einschränken. Das haben wir denen nicht gegönnt, dass die uns dazu verleiten, den eigenen Freunden nicht mehr zu vertrauen. In Ihrem Amt als Bundesbeauftragte für die Akten der Staatssicherheit haben Sie auch täglich mit Akten zu tun, die schreckliche Schicksale enthalten. Gibt es ein Schicksal, das Sie ganz besonders berührt hat? Da kann man immer keine Rangfolge aufstellen. Ich kann sozusagen den letzten sagen, der mir bekannt geworden ist, weil mir das noch so im Kopf rumspukt. Einer meiner Kollegen, Wissenschaftler, der hat den gerade in den Akten entdeckt und hat ihn erzählt. Und das ist ein Fall von Zersetzung. Ich habe das Wort vorhin schon mal benutzt. Also die haben sich ja immer ein genaues Persönlichkeitsprofil gemacht, und es handelte sich in diesem Fall um eine Frau, die sehr pedantisch war. Weil sie kennen ja so eine Leute, wo jeder Gegenstand seinen Platz haben muss, und wenn da irgendwas durcheinander gerät, werden sie völlig konfus. Und so war das bei ihr auch zu Hause. Und dann kam sie eines Tages nach Hause und merkte, im Bad
sind an den beiden Haken die Handtücher vertauscht miteinander. Nächsten Tag war das wieder so. Und sie war fix und alle, also andere hätte das gar nicht gemerkt, aber sie wusste ja, dass sie die Handtücher anders hingehängt hatte und war völlig durcheinander, weil sie daran gesehen hat, da gibt es jemand in meiner Wohnung und ich bin nicht mehr alleine. Also jemand verletzt meine Privatsphäre. Und das Schlimme an der Sache war, sie war mit diesem Wissen Mutter Seelen allein. Zu wem sollte sie denn gehen? Sollte sie ihren Kollegen erzählen, weil jetzt macht sie Stasi in der Wohnung, dann fragen die, woran merkst du das? Und dann sagt sie, ja, da sind zwei Handtücher verkauft, das macht doch jeder so. Also war sie selber war ganz sicher, aber sie konnte diese Angst und diese Unsicherheit nicht mit anderen Menschen teilen, weil die sie für verrückt erklärt hätten. Und das fand ich, das hat mich schon ganz schön erschrocken, wie weit die gegangen sind. Das hört sich auf den ersten Blick ganz harmlos an, aber damit kann man jemanden in den Verstand bringen.